Hallo, heute stellen wir uns der Frage, was ist eigentlich Aquarell und was zeichnet es aus? Da fangen wir jetzt einfach mit einfachen Beispielen an, denn Aquarell zeichnet sich durch seine Transparenz aus. Das sieht man, wenn man sich ein Aquarell mal genauer anschaut. Wir sehen hier unterschiedliche Arten der Transparenz. Hier sieht man zum Beispiel, dass das Rosa ganz leicht ist und hier wieder deckender. Wie das angestellt wird, zeige ich euch später im Video. Aquarell hat eine ganz besondere Lichtwirkung, da es eben durch das Weiß mit dem Papier ganz viel an sich arbeitet, ganz viel Schattierungen und Lichteffekte erzeugt. Das sieht man hier zum Beispiel, weiße Flecken werden nicht nachträglich draufgemalt, sondern von vornherein freigelassen. Wie jedes andere Medium erfordert natürlich auch Aquarell viel Übung. Beim Aquarell ist es wie bei anderen Zeichenarten oder Malarten natürlich auch wieder sehr wichtig, welches Papier wir benutzen oder welche Pinsel wir benutzen. Die Qualität des Materials ist sehr wichtig, denn wir wollen auf keinen Fall ausgefallene Pinselhaare in unseren Bildern haben oder möchten auch natürlich nicht, dass unser Papier reißt, weil wir zu viel Wasser benutzt haben. Es gibt ganz verschiedene Papierqualitäten, die mit unterschiedlichen Mengen von Wasser auskommen. Nur ein kleines Beispiel zeige ich gleich, wie man mit Aquarell arbeitet. Ich habe hier einen Aquarellkasten und hier Wasser. Ein kleines Stück Aquarellpapier, auf dem ich schon ein bisschen geübt habe. Und jetzt zeige ich euch zwei Arten, wie Aquarell aufgetragen wird. Aquarell wird immer mit Wasser verdünnt, deswegen ist klares Wasser elementar wichtig. Dann dazu haben wir dann noch weitere Gläser mit frischem Wasser, in denen dann Pinsel ausgewaschen werden. Diese zwei Gläser werden irgendwann mit Farbpigmenten beschmutzt sein, also farbiges Wasser enthalten, und in einem Glas sollten wir möglichst immer klares Wasser behalten, damit wir nicht mit dem farbigen Wasser in die sauberen Farbnäpfchen kommen. Aber das wird natürlich im Laufe des Videos noch klarer werden. Um Aquarell aufzutragen, feuchten wir den Pinsel mit Wasser an und feuchten mit dem Pinsel dann eine Farbe an. Jetzt haben wir die Farbe aufgenommen und können diese in der Mischpalette auftragen. Über die Mischpalette können wir dann sicher gehen, dass wir immer die gleiche Farbsättigung haben, das heißt die gleiche Pigmentmenge auf Wasser verteilt. Wie man jetzt hier schon sieht, ist das Wasser, in dem ich meinen Pinsel auswasche, schon sehr grünlich geworden. Das heißt, wenn wir in eine neue Farbe gehen, nehmen wir dieses Wasser nicht. Nachdem wir ein bisschen Farbe aufgenommen haben, gehen wir zurück aufs Aquarellpapier. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Aquarell aufzutragen. Einmal auf Trocken, das heißt, wir nehmen die Farbe auf und gehen aufs Papier. Dann gibt es noch die Möglichkeit, auf Nass aufzutragen. Das heißt, wir waschen unseren Pinsel wieder aus, gehen in das klare Wasser, feuchten den Pinsel an und bewässern damit erstmal das Papier. Das ist jetzt etwas schwierig zu sehen, aber ich mache ungefähr ein Quadrat, das größer ist, also ein klein wenig größer als das, was ich gerade gemalt habe. Dann nehme ich wieder Farbe auf und gehe hier rein. Wie ihr schon seht, sind die Farben nicht so klar umrissen. Es gibt Verläufe, alles wird weich und fadet aus, also es verläuft nach außen. Das ist der Nass-in-Nass-Effekt und hier oben haben wir Nass auf Trocken gemacht. Wenn man jetzt mit einer anderen Farbe reingehen würde,
kann man hier Verläufe erzielen. So arbeitet man in nass oder auf nassem Papier. Man sieht hier, dass auf trockenem Papier klare Formen und Kanten möglich sind, während hier die Farben verlaufen, also es fließende Farben gibt und Verläufe entstehen können. Man kann hier natürlich dann auch schöne Farben nehmen, wie Gelb zu Blau, was sich dann über Grün mischt. Ich zeige kurz in einem Beispiel. Wir nehmen hier Gelb. Und hier dann ein Blau. Und hier sieht man schon, wie sich die Farben vermischen. Wenn ich jetzt mit klarem Wasser nochmal nachhelfe, kann ich einen größeren Verlauf erstellen. Je nachdem, wie lange ich das ausarbeite, kann ich den Verlauf von einem Ende bis zum anderen ziehen. So kann man in Aquarell ganz einfach Verläufe erstellen. Wie man hier auch sieht, sind die Farben transparent. Sie können durch weiteres Auftragen, also Lasieren, weiter verändert werden. Das heißt, wenn jetzt hier oben unsere Farbfläche schon trocken ist, können wir mit einer anderen Farbe drüber gehen. Zum Beispiel in einem dunkleren Grün. Dadurch verändern sich beide Farben. Das geht natürlich auch, wenn wir ein Gelb nehmen und dieses dann trocknen lassen würden und mit einem Blau drüber zeichnen. Durch das Übereinanderauftragen von Farben können die Farben gesättigter werden. Ich kann hier anfangen, zum Beispiel mit unserem ersten hellen Grün ganz leicht aufzutragen. Wenn mir das zu hell ist, kann ich die gleiche Farbe dann öfter auftragen. So wird die Farbe kräftiger und dunkler. Wenn ich jetzt hier mein Blau nehme und über das Gelb drüber gehe, das schon halbwegs trocken ist, kann ich einen Grünstich erzielen. Dadurch, dass das Gelb noch durchschimmert und ich ein leichtes Blau auftrage. Das Aufhellen von Aquarellfarben stellt sich als schwierig dar, denn es gibt natürlich kein Weiß in Aquarell. Wir können aber, um hier zum Beispiel etwas aufzuhellen, können wir die Farbe nochmal anfeuchten und dann mit einem kleinen Stückchen Papier Farbe abnehmen. So wird ein Aquarell grundsätzlich aufgehellt. Wenn die Farben trocken sind, ist es manchmal ziemlich schwierig, das noch aufzuhellen, deswegen sollte man, wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat, den möglichst schnell beseitigen. Diese Methode nennt sich Auswaschen. Man wäscht mit dem Pinsel und klarem Wasser die Farbe aus und tupft sie wieder ab. Dadurch kann man auch sehr punktuell arbeiten, wenn die Farbe relativ trocken ist und das Wasser, das man aufträgt, nicht so arg weich verläuft. Ansonsten kann man auch mit Deckweißfarben ein bisschen schummeln. Aquarellfarben sind vom Charakter her nicht deckend. Das heißt, auf dunklerem Papier wird man das dunkle Papier immer durchsehen. Deswegen sind Aquarellpapiere immer weiß oder altweiß.
Weiße Stellen, die wir behalten möchten, werden von Anfang an freigelassen, weil das Auswaschen nicht immer gut funktioniert. Manche Pigmente halten sehr gut am Papier und lassen sich somit sehr schwer auswaschen. Man kann damit arbeiten, um hellere Töne zu erzielen, oder man arbeitet eben mit Deckweiß hinterher. Die Aquarellfarbe an sich besteht aus Pigmenten und Bindemitteln. Hier gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Qualitäten. Es gibt die Studienqualität, wie dieser Kasten hier, und es gibt die Künstlerqualität, die Profiqualität sozusagen ist. Natürlich unterscheiden sich beide Arten von Aquarellfarben im Preis. Die Künstlerqualität hat höhere Preise, hat dafür aber auch eine bessere Qualität, und das zeichnet sich daraus aus, dass die Pigmente, die benutzt werden, um Künstlerfarben herzustellen, noch feiner gemahlen sind und von besserer Qualität sind als die Studentenfarben. Normalerweise reichen die Studentenfarben aber völlig aus. Was man dabei beachten sollte, ist aber, dass die Studentenfarben meistens nicht so eine hohe Lichtechtheit haben und weniger Pigmente im Bindemittel angereichert sind. Der große Preisunterschied zeichnet sich dadurch aus oder entsteht dadurch, dass in Künstlerfarben ein sehr hoher Anteil an Pigmenten verwendet wird und diese auch höher verarbeitet wurden als in den Studentenfarben. Für den normalen Gebrauch und vor allem für kleine Zeichnungen und Malereien reichen die Studentenfarben allerdings völlig aus, denn solche Eigenschaften wie Lichtechtheit beispielsweise sind bei Arbeiten, die nicht aufgehängt werden, gar nicht so von Belang. Auch Farben mit schlechter Lichtechtheit halten immer noch ihre 5 bis 10 Jahre, wenn sie aufgehängt werden sollten. Der Unterschied besteht dann eben in den guten Künstlerfarben, die halten dann 50 bis 100 bis 200 Jahre, wenn sie aufgehängt werden. Es gibt bei den Farben auch noch unabhängig von der Künstler- oder Studentenqualität andere Merkmale, die interessant sind. Zum Beispiel gibt es Unterschiede, wie sich die Farben auf dem Papier verhalten. Bei Sienna gebrannt zum Beispiel ist es so, dass sich die Farbpigmente von Natur aus in den Vertiefungen des Papiers sammeln. Das heißt, ich habe hier ein relativ glattes Papier genommen. Man sieht hier eine ganz leichte Struktur. Bei Ultramarinblau sammeln sich die Pigmente von sich aus in kleinen Häufchen. Das heißt, sie haben ineinander eine kleine Anziehungskraft und sammeln sich zusammen. Das heißt, auch bei glattem Papier habe ich hier kleine Häufchen, die man sehen kann. Das ist charakteristisch für Aquarell und da unterscheiden sich auch die unterschiedlichen Farben. Man kann mit diesen Elementen auch spielen, wenn man die Farben irgendwann gut kennt. Das war ein kleiner Überblick über Aquarell. Ich hoffe, er hat ein bisschen geholfen oder sehr geholfen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt Freude daran, mit Aquarell weiterzuarbeiten. Ciao! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!